So, hallo, da bin ich wieder, euer Gotti, und jetzt geht es nochmal an ein Q&A. Es gab schon mal eins, wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst es mich wissen und schreibt natürlich fleißig weiter in die Kommentare. Jetzt gehe ich wieder ein paar durch, und zwar haben wir hier als allererstes Leo. Leo schreibt unter einem Video zu meinem Brusttraining oder zu einer Brusteinheit, genau, zu einer Brusttrainingseinheit, Kritik. Das Aufwärmen macht nur einen kleinen Teil des Trainings aus. Extra Gewichte sind hier nicht nötig. Progression wird bei diesem Aufwand entschleunigt, da zu viel Kraftaufwand dem Aufwärmen gegeben wird. Hierzu muss ich sagen, so ziemlich alles daran ist eigentlich falsch. Und das ist gar nicht böse gemeint. Zum einen ist es eine falsche Beobachtung. Denn, und das betone ich immer wieder, und das sieht man auch in anderen Videos, siehe zum Beispiel das Aufwärmvideo oder eben die anderen Videos, wo man sieht, wie ich mich aufwärme. Ich erkläre sehr viel zum Aufwärmen, und das ist so ein, würde ich sagen, Top 5 Thema hier auf diesem Kanal, wo ich immer wieder über das richtige Aufwärmen spreche. Und da betone ich immer wieder, das Aufwärmen soll euch ranführen an die Bestleistung, aber nicht diese natürlich blockieren. Es soll ranführen, es soll nicht diese Bestleistung einbüßen. Und damit nehme ich da ja schon den Wind aus den Segeln. Das passiert nicht, das ist sogar die Lehre, die ich mitgebe. Du vermutest jetzt scheinbar, dass das passiert bei meinem Aufwärmtraining. Und auch da, es ist falsch. Mein Aufwärmtraining wärmt die Schultern auf. Zum einen liegt das auch daran, dass ich sage, seid besonders vorsichtig mit den Schultern. Nicht nur, wenn ihr älter seid, wie ich, nicht nur, wenn ihr eine Schulterverletzung habt, sondern auch, um das Ganze vorzubeugen. Warum nicht? Das andere ist, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, als ich noch keine Schulterverletzung hatte und noch nicht so alt war, dass ich, wenn ich drei Übungen, typisch für einen Brusttag, drei Übungen hatte mit A drei Sätzen, dass ich komischerweise das beste Gefühl immer in der Mitte des Trainings hatte. Das beste Gefühl für die Brust hatte ich in der zweiten Übung. Warum? Und dann habe ich irgendwann mal den Mut gehabt, das mehr zu forcieren und habe gemerkt, ja, weil ich dann schon einen richtigen Pump habe. Denn auch vorher habe ich mich aufgewärmt nur mit der Stange beim Bankdrücken. Mittlerweile kann ich immer nur den Kopf schütteln, wenn ich Leute sehe, die mindestens dieses Ausmaß haben und damit anfangen. Bestenfalls ist das, um die Bewegung mal drauf zu haben, aber die sollten genug Trainingserfahrung haben, nicht zu brauchen. Das ist tatsächlich so wenig Gewicht, dass man damit eigentlich kaum einen Aufwärmeffekt hat. Aufwärmen ist mittlerweile bei mir nicht nur einmal die Bewegung gemacht haben oder so, sondern tatsächlich ein Pump bekommen. Und den Pump bekommt man nicht, wenn man nur mit 50% trainiert hat oder dergleichen, sondern wirklich losgehämmert hat. Aber trotzdem hat man noch die Kraft für die Bestleistung. Und all das ist berücksichtigt. All das ist in meinem Aufwärmtraining drin. Und du schreibst am Anfang, das Aufwärmen macht nur einen kleinen Teil des Trainings aus. Ja, es ist auch nur ein kleiner Teil vom Leistungsumfang. Wenn man jetzt sagt, gut, du hast dich jetzt 25 Minuten aufgewärmt, dann meinst du einen zeitlichen Teil. Aber zeitlich muss das gar nicht der Fall sein. Du kannst zum Beispiel intensives Training machen, wie ein Pit-Force-Satz oder Heavy-Duty-Training. Dann ist dein eigentliches hartes Training nach 5 bis 15 Minuten vorbei. Und dafür muss man sich stark aufwärmen. Aufwärmen, wenn einer sogar noch ein bisschen Cardio dazu macht, beziehungsweise am Laufband sich aufwärmt, kann das eine halbe Stunde dauern. Und dann stimmt das auch nicht mit deiner Rechnung. Und zu viel Kraftaufwand wird da auch nicht betrieben, denn ich benutze nicht die heftigsten Gewichte dazu. Und in der Mitte schreibst du auch was vollkommen falsch ist. Extra Gewichte sind hier nicht nötig. Was sind denn extra Gewichte? Meinst du damit über meinen Arm hinaus? Nicht mal eine Stange? Oder welche Form von Extragewichten? Liegestütze sind ja Extragewicht, dann habe ich mein Oberkörpergewicht da drauf. Also tatsächlich ja, ich wärme mich sogar noch auf bis hin zu 80% des Gewichts, das ich dann benutze. Wenn ich 120 Kilo Bankdrücken, 6 Wiederholungen mitmache, dann wärme ich mich noch mit 100 Kilo auf. Aber nicht bis zum Muskelversagen. Ein paar Wiederholungen, damit die Schulter einmal weiß, wie es ist, so viel Gewicht da unten drauf zu haben. Und es funktioniert, das wird deine Bestleistung nicht einschnüren, überhaupt nicht. Also, nimm es mir nicht übel, aber ich hoffe, du siehst die Argumente dahinter, und ansonsten kriegst du auch noch ein paar Argumente in den entsprechenden Aufwärmvideos. Stay hydrated. Tomato Goat schreibt, was mal wieder ein Paradoxon bei Fitness-YouTube beweist. Es gibt immer jemanden, der sich für irgendein System ausspricht und dann wiederum jemanden, der dem teilweise zu 100% widerspricht.
Und dennoch haben beide beeindruckende Ergebnisse erzielt. Das Einzige, was zurückbleibt, sind die verwirrten und ahnungslosen Zuschauer, die nicht mehr wissen, was nun stimmt und was nicht. Das Video aber finde ich wirklich gut, da sehr reflektiert und auch selbst hinterfragend. Tomatogoat, da kann ich dir zum Teil natürlich recht geben, wenn es darum geht, dass das von außen so wirkt. Dennoch muss ich dem widersprechen, da es eigentlich gar nicht so ist. Zum einen ist es kein Paradoxon. Paradoxon ist etwas, was widersprüchlich wirkt und dann aufgelöst werden kann. Ja, man kann jetzt sagen, das löst sich irgendwie auf, aber hier ist tatsächlich nicht dieser Widerspruch, denn den gibt es nicht zu 100%. Betrachten wir mal die großen Widersprüche, die ich auf diesem Kanal immer habe. Ich sage den Leuten, trainiert einmal in der Woche. Richtig hart, geht immer bis zum Ende, nichts mit Reps in Reserve und habt dann viel Zeit der Regeneration. Jetzt gibt es dann eben die YouTube-Lehren der letzten 10 Jahre von unseren Fitness-Hipstern. Ihr seht, ich falle immer wieder ins Polemische ab, dass die behaupten, nee, die Proteinsynthese und bla, man muss den Muskel alle 3 Tage circa trainieren und nur dann hat man Erfolg. Außer natürlich, man stofft, nur dann geht das. Und das ist allerdings kein Paradoxon und das ist auch kein 100%iger Widerspruch. Und ja, auf beiden Seiten gibt es Leute, die damit Erfolg haben. Jetzt müsste man natürlich genau wissenschaftlich gucken, sind es auch die gleichen Körpertypen, sind die auf dem gleichen Stadium des Trainings und machen sie das auch gleich? Gehen sie wirklich bis zum Schluss oder trainieren die einen härter und die anderen weniger und so weiter? Oft löst sich das dann schon auf. Aber was du als 100%igen Widerspruch beurteilen würdest, ist gar keiner. Denn beide haben sehr viele Dinge, die sie auch wo sie auch übereinkommen. Beide machen zum Beispiel, das klingt jetzt noch so albern und man denkt, ja, das ist ja wohl klar, aber ist es nicht. Beide sind sich absolut einig, dass du Widerstandstraining brauchst, dass du Gewichte brauchst, um den Muskel zum Wachstum zu bringen. Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und für uns ist das schon selbstverständlich, aber ja, das ist bei beiden drin. Beide benutzen Gewichte, um das zu machen. Beide benutzen Progression, das heißt Gewichtssteigerung. Auch da machen die das gleiche Prinzip. Die sagen, ja, steigere das Gewicht immer weiter, sonst wird das nicht. Du kannst nicht immer nur Liegestütz machen und immer die gleiche Anzahl und dann wächst dein Muskel. Für uns schon selbstverständlich, aber diese Selbstverständlichkeit ist in beiden Systemen drin. Ebenso bauen sie das Training grob gleich auf. Sie teilen ein in Übungen, Sätze, Wiederholungen. Das ist nicht selbstverständlich. Jemand könnte auch denken, ja, er macht jetzt einfach mal, keine Ahnung, über den Tag verteilt immer einen Liegestütz alle 40 Minuten oder so. Also so ganz fern von unserem Trainingsverständnis, dass man in eineinhalb Stunden das Ganze reinkloppt. Auch verschiedene Übungen aus verschiedenen Winkeln, da stimmen die auch beide überein. Trainingszeiten, Pausenzeiten sind so grob das Gleiche. Und selbst die Wiederholungsrate sind bei beiden grob das Gleiche. Keiner würde sagen, ja, du musst exakt 127 Wiederholungen oder mehr machen. Die stimmen schon grob überein, dass man zwischen 5 und 25 Wiederholungen bleiben sollte. Ja, manche würden sogar sagen 20 Wiederholungen. Die meisten stimmen sogar überein zwischen 6 und 12. Auch das sind alles Übereinstimmungen, die wir schon als selbstverständlich hinnehmen. Insofern stimmt es gar nicht und dass so viel Widerspruch da ist. Das sagen fast alle Trainer der Welt und alle Leute hier auf YouTube. Und dann gibt es höchstens ein Lager, das sagt, ich hatte viel mehr Erfolg mit 6 Wiederholungen und das andere sagt mit 12. Ich hatte mehr Erfolg mit einer Pausenzeit von 4 Minuten, ich mit 2. Ich hatte mehr Erfolg mit 2-mal die Woche den Muskel trainieren, ich mit 1-mal alle 10 Tage. Das gibt es dann immer wieder. Aber das ist nur noch eine Gratwanderung auf dem breiten Korridor. Aber dieser Korridor ist gesetzt. Das ist kein 360-Grad-Korridor. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Es ist schon bereits echt eingeschränkt. Und da kann man sich natürlich bewegen. Wir alle haben Platz für Individualität. Und du schreibst eben noch, das Einzige, was zurückbleibt, sind die verwirrten und ahnungslosen Zuschauer. Das ist aber tatsächlich auch ein Selbstverschulden. Denn die Zuschauer wollen sich gar nicht aus dieser Zuschauerrolle befreien. Warum sitze ich hier auf der Seite der Kamera und eben die anderen, meine Kollegen auch? Und warum sitzen die Zuschauer auf der anderen Seite? Das sind meistens die, die sich nicht erkundigen. Jetzt habe ich sehr viele auf dem Kanal, das trifft natürlich nicht auf euch zu. Die haben Bücher gelesen, die haben sich erkundigt, die haben Trainerscheine gemacht und sonst was. Von denen rede ich gar nicht. Ich rede von den sich selbst entmündigenden Zuschauer, der einfach nur guckt, was sagt der und das dann macht. Was ich von naturell aus immer machen würde, ich höre etwas von jemandem, selbst wenn es ein berühmter Bodybuilder ist, dessen Buch ich damals gelesen habe. Und dann schaue ich auf Querverweise.
Ich höre zu. Macht ihr das auch im Fitnessstudio? Ich unterhalte mich mit Leuten. Ich tausche mich aus. Ich unterhalte mich mit Trainern. Ich gleiche ab. Ich gucke, was in Foren steht und so weiter. Damals waren es noch Foren. Und ich vergleiche. Das Einzige, was dieser entmündigende Zuschauer tut, ist, sich hinter einem Fitness-YouTuber schnallen und dann einfach das nachtrainieren. Und wenn jemand anderes was anderes sagt, oh, hä, verstehe ich nicht. Statt dann mal spätestens nachzuforschen und rauszufinden, ah, es sind verschiedene Körpertypen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass ich zum Beispiel sage, zu 100% liegen die falsch. Beispielsweise ein Sjaard Roscher. Das ist ja so ein bisschen das, was ihr rein interpretiert an Krieg auf diesem Kanal. Nein, das sage ich gar nicht, dass seine Methode falsch ist, nicht richtig ist, nicht funktioniert. Ich sage, in den meisten Fällen wird es anders auch funktionieren. Und ja, er irrt sich in ein paar Sachen, aber der hat einen Körper erreicht und seine Leute, die ihm folgen, haben auch den Körper besser erreicht nach seiner Methode. Und ich sage gar nicht, die Methode funktioniert nicht. Ich sage nur, da hat sich wieder die Gruppe gesammelt, bei denen das besser funktioniert. Und das ist eben so das Guru-Ding, auch dazu gibt es ein Video. Irgendjemand wird irgendwann mal irgendein System ausschreien. Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich erfinde ein System, ich nenne es das Gotti-System und das nennt sich 13-13-13. Man macht exakt 13 Wiederholungen, wartet dann exakt, was weiß ich, 13 Minuten und macht wieder 13 Wiederholungen. Glaubt mir, von 1000 Leuten wird es mindestens einen geben, der sagt, wow, damit habe ich Erfolg erzielt wie noch nie. Mit diesem ziemlich an den Haaren herbeigezogenen System. Einer von 1000 wird es geben. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe ca. 100.000 Follower. Dann habe ich 100 Leute, die dem folgen. Und wenn ich daraus eine Facebook-Gruppe mache, dann sind das 100 Menschen, die Kommentare schreiben, boah, das habe ich ja noch nie erlebt, jetzt habe ich Erfolg. Und wenn ihr dann das Video seht und darunter stehen 100 Kommentare, wo die Leute sich darüber auslassen, wie genial dieses System ist, weil das bei denen funktioniert, wie wirkt das dann? Und das vermarkten die Leute. Und sagen dir, guck hier, das sind die Rezensionen, das sagen die Leute darüber, ein Kult wird daraus gemacht und die feiern das. So funktioniert das leider. Timo Kanne. Ich spiele im Sommer je nach Wetter 2 bis 4 Mal die Woche Tennis. Wie kann ich das am besten mit meinem Beintraining vereinbaren? Grundsätzlich, wenn ihr Tennis spielt, Fußball spielt oder wie ich damals Basketball. Ja, das ist eine gewisse Belastung für die Beine. Aber ihr müsst auch rausfinden, ist das eine Belastung, die euer Beintraining ausschließt oder weniger. Denn ich habe zumindest nicht immer Muskelkater nach dem Basketballtraining gehabt, weil die Beine sich an diese Belastung irgendwann gewöhnen und weil das eine Belastung mit vielen Wiederholungen ist. Beim Tennis, was ich auch lange gespielt habe, hatte ich nie Beinmuskelkater danach. Und deswegen, na, versucht möglichst es an der gegenüberliegenden Stelle der Woche zu machen. Habt ihr also montags euer Tennistraining und am Donnerstag, dann versucht die Beine entweder am Sonntag oder am Mittwoch zu trainieren. Wenn ihr sogar Tennis Montag und Freitag habt, dann genau dazwischen am Mittwoch. Also maximal entfernt davon. Das ist gut. Und so sollte das bei allem sein. Bei Fußball, bei Basketball, bei allem. Geht das aber mal nicht, keine Ausrede, Beintraining weglassen. Hey, ihr werdet keinen Wachstumsreizmuskelkater nach jedem Fußballtraining haben. Das wäre schon echt komisch, weil Fußball einfach nicht so stark auf die Beinmuskulatur geht, dass man sich daran nicht gewöhnt. Das ist wie Cardio. Vom Joggen hat man nicht jedes Mal Beinmuskelkater. Philipp Lehmann zum Schluss. Was mich mal interessiert, ich trainiere jeden Muskel einmal die Woche, wobei ich mich frage, ob es nicht Sinn macht, den Bizeps zweimal die Woche zu trainieren, da ich dort meist nur 2 Tage Muskelkater habe, woanders hingegen 3 bis 5 Tage. Also wenn du überall 3 bis 5 Tage Muskelkater hast, dann geht es dir so wie mir. Und ja, in manchen Muskeln habe ich das nicht. Jetzt ist Muskelkater nicht unbedingt der Ausschlag, aber was an deiner Rechnung falsch ist, ist auch etwas, was ich immer wieder betone auf diesem Kanal. Zum einen trainierst du auch am Rückentag den Bizeps etwas mit. Zumindest so, dass er sich halten würde. Glaub mir, der würde nicht schrumpfen, wenn du den Bizeps für, kommt drauf an, wie du aussiehst, ne? Aber wenn ich den Bizeps jetzt für ein Jahr nicht mehr trainieren würde, aber dafür Rücken regelmäßig mit, ich kann mir gut vorstellen, dass mein Bizeps immer noch nicht wie eine Schwachstelle danach aussehen würde. Klingt komisch, warum trainiere ich ihn dann überhaupt extra? Aber tatsächlich glaube ich, ist gar nicht so nötig. Zum anderen ist es so, du kommst ja auch durch das Training, das du von anderen Muskelgruppen machst, mit deiner Regeneration nicht nach. Heißt, wenn ich einmal ein Rückentraining mache und direkt danach ein Beintraining, dann ist die Regeneration vom Rücken
ein wenig eingeschränkt, weil ich die Beine danach trainiere, weil ich wieder meinem Körper großen Stress aussetze und weil danach mein Körper wieder eine riesen Baustelle hat, denn meine Beine müssen aufgebaut werden. Und wenn ich das so weitermache, dann sorgt das dafür, dass die Regeneration schlechter ist. Heißt, sobald ich ein weiteres Training in der Woche einbaue, kann es sein, dass dadurch wiederum alles andere ein wenig ins Nachteil, in den Nachteil gerät und ich nicht so viel Regeneration habe. Und auch das ist deswegen eine falsche Ansicht. Nein, ich würde nicht sagen, wenn man merkt, oh, da kann ich ja mehr vertragen, muss man mehr machen. Nur weil du dann nochmal Bizeps trainierst, kann es sein, dass dein Trizeps, dein Rücken, was auch immer es ist, dann Nachteile hat und nicht mehr so viel wächst. Nun gut, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Schreibt fleißig weiter Kommentare. Ihr seht, solche Formate machen sogar Spaß. Und wenn ihr sie euch jetzt anschaut, und das zeigt sich in den Views, und wenn ihr kräftig weiter kommentiert und Daumen da lässt, hey, dann mache ich diese Formate gerne. Und ansonsten schaut mal bei Protein Arena vorbei. Da gibt es 15% mit dem Code GOTTI15. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Gotti.